Na, 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 einfach durchfahren gibt's da nicht. Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten sind doch schon Stammgäste in Schladming. Ihr Freund Otto Czernitz hat da etwas eingefädelt. Ein Überraschungskonzert, das musikalisch den Auftakt zu einem ganz besonderen Fest für Schladming setzt. Ja, wir haben uns überlegt, was kann es Größeres geben, weil man 700 Jahre eine Stadterhebung feiert. Und wir haben das erfolgreichste Blasmusikorchester der Welt haben wir gewinnen können, dass wir die Auftaktveranstaltung für 700 Jahre Schladming heute in Schladming feiern können. Die Egerländer Musikanten gehören seit mehr als 60 Jahren zur Weltspitze der Blasmusikkapellen. Ihre Konzerte werden von ihren Fans regelrecht gestürmt. Wie schafft man es, oder besser gesagt wer, dass diese Vollblutmusiker ihre Tournee unterbrechen und einen Zwischenstopp in Schladming einlegen? 2017 haben die Egerländer einfach angeschrieben, ob sie mal ein Konzert in Schladming spielen würden. Termin habe ich eigentlich keinen genannt, den haben sie mir oft vorgegeben. Dann sind sie auch wirklich gekommen. Und damals war es schon sehr, sehr lustig mit der ganzen Truppe. 2019 waren sie dann das zweite Mal bei uns und haben dann sogar eine Premiere gespielt für die Bleibt ihr treu Tournee. Und im Vorjahr haben sie nichts zum Spielen gehabt, dann habe ich Ernst einfach eingeladen. Und der ist dann zu mir ein paar Tage auf Urlaub gekommen. Und da hat sich einfach unsere Freundschaft vertieft. Und so ist das Ganze, was hinter in Schladming passiert oder passiert ist, zustande gekommen. Das sind wohl die Momente, in denen das Bürgermeisteramt ein Genuss ist. Hermann Trinker begrüßte die Musikanten und lud sie ein, sich im goldenen Buch der Stadt Schladming einzutragen. Und dafür wird das nächste Jahr ordentlich gefeiert. Zum Beispiel haben wir nächstes Jahr das 700-Jahr-Jubiläum der ersten Stadterhebung der Gemeinde Schladming. Und da gibt es ein großes Stadtfest und im Rahmen oder im Umfeld dieses Stadtfestes gibt es auch ein großes Konzert der Egerländer Musikanten. Und es ist dem Gemeinderat Otto Czernitz gelungen, die Egerländer jetzt zum dritten Mal nach Schladming herzuholen und die haben da ein kleines Überraschungskonzert heute am Hauptplatz gespielt. Nach der Begrüßung durch den Bürgermeister wurde es dann wirklich musikalisch. Am Hauptplatz gaben die Egerländer Musikanten eine Auswahl aus ihrem Tourneeprogramm Sei dir treu zum wahrhaftig Besten und rissen wie gewohnt ihre Fans so richtig mit. Lasst euch überraschen, was euch nächstes Jahr um diese Zeit zu den Feierlichkeiten von 700 Jahren Schladming erwartet. Mit diesen Worten verabschiedeten sich Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten von der begeisterten Menge und machten Lust auf das Jubiläumsjahr 2022.